Der neue Berliner Mietspiegel 2015 ist da, aber was ist der eigentlich noch wert nach den jüngsten Urteilen? Guten Tag, mein Name ist Alexander Friedrich, ich bin Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht. Im heutigen Videoblog geht es um den aktuellen Berliner Mietspiegel 2015. Der ist jetzt gerade vorgestellt worden und kann sehr schön auf der Seite stadtentwicklung.berlin.de kann man sich den schön angucken mit einem freundlichen Vorwort des Senators. Und da heißt es dann eben auch gleich unter Nummer 1, dass der Berliner Mietspiegel 2015 als qualifizierter Mietspiegel im Sinne des Paragraphen 558d BGB fortgeschrieben und vom Land Berlin und so weiter und den Interessenverbänden anerkannt wurde. Das Wort fortgeschrieben bereitet einem natürlich ein bisschen Bauchschmerzen im Hinblick auf die von mir gerade besprochene aktuelle Entscheidung einer Abteilung des Amtsgerichts Charlottenburg, die gesagt haben, der vorangegangene Mietspiegel 2013, der erfüllte eben gerade wegen wissenschaftlicher Mängel bei der Erhebung nicht die Voraussetzung als qualifizierter Mietspiegel. Jetzt habe ich schon so ein paar Stellungnahmen gehört, wo gesagt wurde, naja, der 2015er, da ist, haben wir alles besser gemacht. Was da jetzt besser gemacht wurde und so weiter, weiß ich nicht. Fakt ist, Mieter müssen leider damit rechnen, dass auch der Berliner Mietspiegel 2015 vielleicht vor dem einen oder anderen Gericht nicht standhält. Nun müssen wir erstmal abwarten, was bei dem anderen Verfahren rauskommt, wo ja zum Mietspiegel 2013 jetzt nur eine Abteilung des Amtsgerichts Charlottenburg entschieden hat. Andere Richter hatten das schon anders gesehen und auch die jetzige einzige negative Entscheidung für den Mietspiegel 2013 sozusagen, die kann noch im Wege der Andere hatten das ja durchaus schon anders gesehen und auch die einzige quasi negative Entscheidung für den Mietspiegel 2013 kann ja noch im Wege der Berufung angegriffen werden und da kann ja auch das Landgericht Berlin da noch seine Meinung sagen und unter Umständen auch sogar die Revision zulassen, wobei ich ehrlich gesagt da jetzt nicht so genau weiß, was der BGH zu dieser Einzelfrage jetzt grundsätzliches beisteuern kann. Die vom Amtsgericht ja monierten Mängel des Berliner Mietspiegels 2013 waren ja im Prinzip, bezog sich auf die wesentlich auf die Methodik der Erstellung, dass eben Spitzenwerte zu Unrecht rausgenommen wurden und so weiter. Will ich jetzt im Detail nicht darauf eingehen, hatte ich schon ein Video zu gemacht und auch einen schriftlichen Beitrag. Allerdings sind das ja Fragen, die jetzt nicht unbedingt in der Revision geklärt werden müssen. Wesentlich problematischer für Mieter in Zukunft wird folgender Umstand sein. Die Vermieter werden mit Sachverständigengutachten den Mietspiegel angehen vor Gericht und werden dann wiederum gerichtlichen Sachverständigengutachten anbieten, um ihre durch Privatgutachten dargelegten Thesen von der eben nicht Korrektheit des Mietspiegels und von der eigentlich deutlich höheren ortsüblichen Miete anzubringen. Und das wiederum wird dann ein großes Problem für Mieter, vor allem für die, die keine Rechtsschutzversicherung haben. Denn wenn jetzt in diesem Verfahren etwas herauskommt, was dem Mieter nicht dienlich ist, wenn der Mieter unterliegt, dann muss er ja auch die Verfahrenskosten tragen. Und die sind bei solchen Gutachten dann relativ schnell sehr hoch, weil die Gutachterkosten dazukommen. Die eigentlichen Gerichtskosten, die Anwaltskosten sind nicht so hoch, aber eben dann die Gutachterkosten. Und da ist dann das Problem, dass man, wenn man jetzt um eine Mieterhöhung vielleicht von 50 Euro streitet und dann 3.000, 4.000 Euro oder insgesamt vielleicht sogar noch mehr Sachverständigenkosten tragen muss oder zumindest das Risiko hat, dass dann vielleicht das Interesse des Mieters, das wirtschaftliche Interesse durch das Kostenrisiko nicht mehr gerechtfertigt ist. Das ist das eigentlich Problematische. Hinzu kommt, dass viele weitere Instrumente wie die Mietpreisbremse und so weiter an den Mietspiegel anknüpfen und dass auch da dann entsprechende Unsicherheiten dazukommen werden. Das bleibt spannend. Für uns Anwälte ist das alles sehr, nett,
ehrlich gesagt, mir machen solche Verfahren nicht Spaß. Aber könnte das nett sein oder könnte man das noch als förderlich betrachten? Für Mieter ist es das nicht und letztendlich auch nicht für Vermieter, denn die Verfahren können ja auch andersrum ausgehen. Und insofern kann man eigentlich nur hoffen, dass die Versprechungen im Zusammenhang mit dem Mietspiegel 2015, dass man da eben mehr Sorgfalt an den Tag gelegt hat, dass die richtig sind, korrekt sind und dass wir dann da nicht so eine Pleite erheben. Weil selbst wenn das nur eine Abteilung ist, es entsteht Rechtsunsicherheit und die kostet Geld. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss.